Hallo, wann geht's denn endlich los hier? Hi, willkommen bei Mehrwasser Live TV. Ich bin der Christian und das ist der Björn. Jetzt gibt's wieder das Salz der Woche und Björn. Ich komm mal zu dir. Ja, komm auch mal her. Lass mal rein. Wir sind heute nämlich doppelt dabei. Ne? Hier, da und da und da und da und da. Weil wir haben hier gerade mal unsere mobile Kamera noch in der Hand, damit wir die auf den Fernseher streamen können, weil wir jetzt nochmal in die hinterste Ecke bei Björn müssen, weil wir euch ein Upgrade zeigen wollen. Wenn ihr gedacht habt, ihr habt schon mal einen Keller gesehen, vergesst's. In der Wohnung gibt's Ecken, die habt ihr noch nicht gesehen. Das ist quasi, das ist wirklich schlimm. Das ist wie wenn der Klöckner von Notre Dame hier auf den Glockenturm kriechen will. So muss ich zu meiner Regentonne, ich arme so. Jo, also. Machen wir uns auf den Weg. Wir machen uns auf den Weg. Und wir sehen uns gleich. Der Björn hat nämlich. So, sind wir schon da. Seinen Salzspielkasten umgebaut. Hier wird das große Mission Impossible durchgeführt. Und zwar, hier setzt er sein Osmosewasser, kommt hier rein, dann mischt er Salz. Und weil er immer so dabbisch ist und immer rumschlabbert und das Parkettboden. Der Parkettboden immer super drunter leidet, hat er Ärger bekommen und hat jetzt hier so eine Wanne eingebaut. Genau, die hat einen hohen Ganze Rand. Ist einfach eine Kfz-Kofferraumwanne. Die bekommt ihr im Internet oder beim Kfz-Händler. Oder im Baumarkt. Die ist sogar, glaube ich, ölbeständig. Irgendwas habe ich damals gelesen, bin mir nicht ganz sicher, aber brauchen wir auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall Salzwasser hält es aus. Und die hat einen Vorteil, ihr könnt natürlich eine Plane unterlegen, eine Folie. Die ist aber erstens nicht so schön, zweitens knittert sie. Das hier ist etwas härter, das liegt plan auf dem Boden. Und ihr habt hier einen schönen Rand. Und das bedeutet, dass wenn hier wirklich mal 20, 30 Liter auslaufen sollten, dann bleibt das Ganze in der Wanne und ist nicht auf eurem Wohnungsboden. Genau. Wenn ihr das Ganze in der Wohnung macht, in einem Keller ist es natürlich unproblematischer. Aber wir hatten ja schon mal gesagt, man soll das Zeug nicht im Keller anrühren, weil es meistens zu kalt ist. Über 20 Grad brauchen wir. Und hier könnt ihr auch mal einen Schlauch hinhauen oder einen dreckigen Eimer hinstellen. Ist einfach bequemer zu arbeiten. Genau. Muss man nicht so penibel arbeiten. Und da sind wir schon wieder. Und sind fertig mit dem Salz der Woche. Und sind schon wieder raus, ne? An dieser Stelle können wir nochmal, fällt mir gerade ein, einen kurzen Blick zu den unseren Nemos geben. Da haben wir nämlich schon lange nicht mal gesagt, was damit ist. Wir haben ja Nemos gezüchtet und haben schon lange nicht mehr berichtet davon und so sieht's aus. Da, hier, da hingucken. Gehen wir ein bisschen näher ran. Ja, super. Da sind die Kleinen. Süß. Ja, die fühlen sich pudelwohl. Die sind wohl ernährt. Und hier sind zwei Außenseiter. Ja. Ja. Das war noch ein kleiner Ausblick im Salz der Woche. Und wir sind raus, wir drei. Der Christian und der Björn. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir sagen Ciao. Ciao.